das Schaf und der Schäfer für unsere Landschaft, für unser Klima, für die Artenvielfalt einen riesigen Dienst leistet. Wir wollten gerne Produkte herstellen, um sie im Sommer zu tragen. Und dann ist dieses Material zunächst einmal in der Umwelt, wäre es vollkommen unbedenklich. Die einzelne Faser, ist die dick oder ist die dünn? Der Wollmarkt genauso funktioniert wie in Deutschland, nämlich gar nicht. Das hat zwei Gründe. Zum einen liegt der Grund darin, dass wir unsere Produktpalette erweitern wollten. Wir wollten gerne Produkte herstellen, die so weich und angenehm sind, dass man sie auf der Haut tragen kann, aus denen wir so leichte Stoffe produzieren können, dass sie halt perfekt geeignet sind, um sie im Sommer zu tragen. Und eine solche Wolle, die dafür geeignet ist, findet man in Europa sehr selten. Es gibt Gebiete in Ungarn und gab auch Gebiete in der Ukraine, wo es solche Wollen gab. Und es gibt solche Wollen in Spanien und in Portugal. Und wir haben uns halt für Portugal entschieden, weil wir dort einfach Bekannte hatten schon, den Joao. Und weil wir dort auch sozusagen ein Produktionsnetzwerk uns aufbauen konnten, weil wir wissen oder wir wollen halt bestimmte Schritte, zum Beispiel das Wolle waschen, machen wir in Portugal. Es nützt oder es macht halt keinen Sinn, die Wolle ständig quer durch Europa zu karren. Und darum wollen wir bestimmte Prozesse dort in Portugal machen. Und aber die allermeisten und die größten Anteil der Wertschöpfungskette passiert natürlich weiterhin in Deutschland. So. Genau, also das heißt sozusagen, der eine Grund ist, wir wollten ein Produkt herstellen, das man auf der Haut tragen kann. Und der andere Grund ist der, dass im Grunde genommen kann man sagen, dass in ganz Europa der Wollmarkt genauso funktioniert wie in Deutschland, nämlich gar nicht. Also alles, was international ernstzunehmend gehandelt wird, ist halt Hochleistungs-Merino-Wolle aus Neuseeland, Südafrika, Australien und Südamerika. Und europäische Wolle hat so gut wie keinen Wert und wird verkappt oder verbrannt oder in Gruben gekippt und liegt irgendwo auf Lager und findet keinen Abnehmer. Und das würden wir gerne ändern und würden gerne zeigen, was für eine Diversität an verschiedenen Arten von Wollen es in Europa gibt und wie divers auch die Anwendungsbandbreite ist dieser Wollen. Also es ist sozusagen, auf jeden Topf passt ein Deckel in diesem Kontext. Also wir messen, oder es gibt ganz viele Parameter, mit denen man Wolle charakterisiert, aber die zwei wichtigsten sind die Länge, also wie lang ist die einzelne Faser, und der absolut wichtigste, denke ich, international, ist die Feinheit, sprich die einzelne Faser, ist die dick oder ist die dünn? Denn je dicker sie ist, desto steifer wird sie und desto mehr piekt sie oder krabbelt sie auf der Haut und man spürt sie dann. Und je feiner sie ist, desto biegsamer ist sie und dann ist sie weicher und man spürt sie nicht mehr so auf der Haut. Jetzt ist es so, verschiedene Wollen sozusagen, also die portugiesische Wolle ist viel feiner als unsere deutsche nordische Mischwolle, so wie die vom Pommernschaf zum Beispiel. Also die portugiesische Wolle hat 25 Mikron Feinheit. Die Pommernschafwolle hat 33 Mikron Feinheit. Also da ist sozusagen ein großer, großer Unterschied. Und das sozusagen dieser Unterschied schlägt sich nicht nur nieder in dem Gefühl auf der Haut, sondern auch in anderen Sachen schlägt sich dieser Unterschied nieder. Zum Beispiel ist die Pommernschafwolle besser geeignet, um daraus Winterkleidung, warmhaltende Kleidung zu machen. Ist ja auch klar, das Pommernschaf lebt hier in Norddeutschland in exponierten Lagen, muss mit vielen Niederschlägen klarkommen, muss mit krassen Temperaturschwankungen auch klarkommen. Und darum ist die Wolle geeignet, um daraus stark isolierende Produkte herzustellen für die äußerste Schicht. Und die portugiesische Merino-Wolle, die eignet sich aufgrund ihrer Feinheit eben eher dafür, dass sie ist angenehm, sie schmiegt sich gut an die Haut, sie isoliert nicht so extrem stark, aber sie nimmt extrem gut
Feuchtigkeit auf, weil die portugiesischen Schafe schwitzen natürlich mehr als unsere Schafe hier. Und deswegen ist die portugiesische Wolle so geschaffen, dass sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Warum? Weil die einzelne Faser, wenn die Faser dünner ist, hat sie im Verhältnis zu ihrem Volumen eine größere Oberfläche. Das heißt, sie wird sozusagen saugfähiger. Sie saugt dann also die Feuchtigkeit vom Körper auf. Man hat das Gefühl im Sommer, man würde gar nicht schwitzen. Das stimmt aber natürlich nicht, man muss schwitzen. Jeder Mensch transpiriert, das ist eine Reinigungsfunktion des Körpers. Aber die Wolle ist halt eben so beschaffen, diese Wolle, mit der wir unsere Produkte produzieren, dass sie diese Feuchtigkeit sofort vom Körper runterzieht. Sie ist hygroskopisch für warme Feuchtigkeit, okay? Ist die hygroskopisch, sie zieht sofort diese Feuchtigkeit vom Körper. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist trocken, man riecht nicht, es ist sozusagen, also es ist auch geruchsbindend. Es ist ein super angenehmes Gefühl. Okay, also ein T-Shirt wird es vermutlich aus der Wolle nicht geben. Und das liegt daran, dass wir nicht in der Lage sind, das Garn so fein auszuspinnen, dass man daraus ein T-Shirt machen könnte. Okay, woran liegt das wiederum? Das liegt daran, dass die Wolle zu kurz ist. Ich hatte vorhin schon, oder eingangs schon versucht zu erwähnen, dass es zwei Parameter gibt, die Feinheit und es gibt die Stapellänge, also die Länge der einzelnen Faser. Und die portugiesische Wolle ist relativ kurz. Sie hat so 40 bis 60 mm Länge. Und das ist zu kurz, um daraus ein ganz feines Kammgarn zu spinnen, aus dem man dann ein T-Shirt machen könnte. Die Wolle ist deswegen so kurz, weil die Vegetation in Portugal südlich des Rio Tejo ist relativ spärlich und vor allen Dingen eiweißarm sind die Pflanzen, die Tiere fressen. Und Wolle, also das Keratin, ist eine Eiweißfaser. Das heißt, das Tier muss Proteine zu sich nehmen, um dann dieses Material herzustellen. Und über das Jahr hinweg ist das halt nicht so wahnsinnig viel gegeben in Portugal. Deswegen wird die Faser nach einem Jahr schert man wieder, halt etwa nur so 50 mm lang. Also ein T-Shirt ist schwierig. Sagt niemals nie, aber es steht nicht an, sozusagen. Ja, also diese kurze Lammwolle, die ist halt mit der ist es sehr schwierig, weil sie ganz, ganz kurz ist. Also sie hat 20 mm, 30 mm vielleicht. Und man kann daraus halt ganz schwer Garne herstellen, die auch haltbar sind. Also mit dieser Lammwolle kann man höchstens dann Filze zum Beispiel kann man gut herstellen aus dem Material. Nadelfilze, aber auch Walkfilze. Für zum Beispiel akustische Anwendungen, Schalldämmung, aber auch für Dämpfer in Klavieren wird eine solche Wolle verwendet. Aber das ist eigentlich nicht unser Geschäft und nicht unser Markt. Wir möchten eigentlich gerne Wolle, also diese Wolle, diese feine Lammwolle, für die gibt es eigentlich auch einen Markt und auch Abnehmer. Von der gibt es aber auch nur ganz, ganz wenig. Das ist im Grunde genommen Goldstaub. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen gerne Wollen, die ansonsten keine Anwendung finden oder die aus unserer Sicht zu Unrecht niedrig bewertet werden, für die zu Unrecht der Schäfer kein Geld bekommt. Die möchten wir sozusagen in Anwendung bringen und die Schäfer dafür gut vergüten. Weil das Schaf und der Schäfer für unsere Landschaft, für unser Klima, für die Artenvielfalt in unseren Naherholungsgebieten einen riesigen Dienst leistet. Top Sekret. Top Sekret. Also die braune Wolle ist sozusagen diese dunkel, fast schwarzbraune Wolle. Da kommt auch was. Aber darf ich das sagen, dass das noch Top-Sekret ist? Ist das, darf man auch mal sagen. Darf man sagen. Wie gesagt, für Wolle, die man direkt auf der Haut tragen kann, braucht man eine Wolle, die etwas feiner, also meines Erachtens feiner ist als 25 Mikron. Ich bin da ehrlich gesagt empfindlich, was das angeht, was Krabbeln auf der Haut angeht und so. Deswegen brauche ich Wolle, die feiner ist als 25 Mikron und zwar sehr homogen. Und die gibt es in Deutschland nicht. Punkt. Also es mag sozusagen vielleicht irgendwo einen Kleinzüchter geben mit 20 Tieren auf der Schwäbischen Alb, der irgendwie bei Regen seine Tiere sofort in den Stall holt und bei Sonne sie wieder rauslässt oder so, der wirklich darauf achtet, weil er irgendwie ein Wollfetischist ist. Das ist eine geile Nummer und so. Wenn das so wäre, finde ich das total toll. Aber wenn es den Typen gibt,
dann hat er auch schon einen Abnehmer. Da gibt es Firmen dort unten, die dann irgendwie was da auch daraus machen vielleicht, weiß ich nicht. Aber das ist nicht sozusagen unser Thema. Die feinsten Wollen, die man hier gut von größeren Schäfereien kaufen kann, deren Wolle auch schwierig zu vermarkten ist, sind die feinsten Wollen bei 28, 27 Mü. Und das ist einfach zu grob noch. Das kann man nicht auf der Haut tragen. Nicht ohne chemische Weichmacher. Punkt. Da geht's weiter. Wo wird der Pullover gemacht? Okay. Richtig. Also, wir kaufen bei Alberto zum Beispiel, einem Schäfer in Portugal, kaufen wir die Wolle bei der Schuhe. Wir sortieren sie, sie wird balliert, sie geht durch das Lager von Joao. Das könnt ihr euch in dem Video anschauen. Wir verlinken das hier. Macht man das so oder so? Wir verlinken das eben hier. Und dann geht diese Wolle in die Wollwaschanlage von Tavares. Das verlinken wir auch hier, das Video. Das könnt ihr euch auch anschauen, wie das passiert. Wie dort die Wolle gewaschen wird und gereinigt wird und gemischt wird vor allen Dingen. Dann wird sie wieder balliert. Und dann kommt sie nach Deutschland. Bei uns gibt es dann in Forst die Firma Gebrüder Mähler. Die haben dort eine Spinnerei, eine Streichgarnspinnerei. Und dort wird ein Garn gesponnen. Wir spinnen ein NM12 aus der Wolle. Und dieses Garn geht dann nach Osnabrück. Dort gibt es die Firma Windprotex und die stricken uns dann eine Meterware daraus, also ein Tuch, rollen das auf. Und dann geht das Material noch einmal, muss das Material dann nach Bayern gehen, wieder zur Firma Gebrüder Mähler. Und die rüsten uns das Material aus. Das heißt, sie bearbeiten dieses Strickmaterial mechanisch etwas. Es wird geraut und es wird gewalkt auch ein bisschen und verschiedene andere Prozesse, die wir vielleicht auch nicht so hundertprozentig erzählen wollen. Die aber alle unbedenklich sind, nur mechanisch sind, okay, die aber sozusagen ja unser Know-how irgendwo sind, passieren damit. Und dann kommt das zu uns hier nach Teplitz, das Material, wird zugeschnitten, wird hier genäht. Und dann packen wir es ein und schicken euch den Pullover. Das klingt irgendwie jetzt viel, okay? Erst aus Portugal hierher und innerhalb von Deutschland nochmal. Aber bitte bedenke, wo Baumwolle angebaut wird und wo die verarbeitet wird und was damit passiert. Oder bedenke, was mit Polyethylen, Polyurethanen oder Polyestern oder Polyamiden passieren muss, nicht wahr? Da muss Öl in irgendwelchen Emiraten muss Öl aus dem Boden gepumpt werden. Es muss in China muss dann Polyester daraus gemacht werden. Dann muss in Vietnam wird eine Faser daraus extrudiert. In Bangladesch wird die gewebt oder gestrickt und gesponnen, gestrickt und gefärbt und wird dann wieder woanders genäht. Also sozusagen fast alle anderen Textilien, die man in diesem Klo oder wie hieß das nochmal? In Uniqlo zum Beispiel kaufen kann, sind mehrfach um den Erdball gegangen, in Summe. Nicht wahr? Dagegen ist das, was wir machen, sozusagen um eine Ecke. Diese Pullover, wenn ihr fertig seid oder wenn ihr sozusagen sie getragen habt und sie aus irgendeinem Grund nicht mehr wollt oder wenn ihr entscheidet, irgendwie da ist ein Loch drin oder was weiß ich, dann ist dieses Material zunächst einmal in der Umwelt, wäre es vollkommen unbedenklich. Es würde dekompostieren. Es ist sozusagen im Grunde genommen, wie gesagt, Keratin, umgangssprachlich Hornmaterial. Es dekompostiert einfach, düngt dabei die Erde. Entlässt beim Dekompostiervorgang pflanzenverfügbaren Stickstoff, ist also völlig kein Thema. Was ihr aber auch machen könnt, ist, ihr könnt uns den Pullover auch zurücksenden. Und wir haben ein Projekt, in dem wir Post-Consumer Recycling betreiben. Was heißt das? Das heißt, ihr könnt uns den Pullover zurückschicken. Und wir haben einen Produktionspartner, der diesen Pullover sozusagen wieder in Fasern, also die Fasern wieder rausholt aus dem Pullover komplett, der ihn auflöst in Fasern, der daraus ein neues Garn spinnt uns mit 70% diesem recycelten Material, 30% frische Wolle dazu, können wir wieder ein Garn spinnen und einen neuen Pullover machen. Zero Waste, Hashtag.
Im Grunde halte ich nichts von Zertifikaten. Also, ich halte nichts von wenn irgendwo in Indien eine riesige Näherei einstürzt und hunderte von Näherinnen unter sich begräbt, hatten die Firmen, die darin haben produzieren lassen, alle Zertifikate dieser Welt. Also für mich ist ein Zertifikat nicht besonders ausschlaggebend. Ein Zertifikat ist dafür gedacht, um in einer intransparenten Situation, und die Textilindustrie ist hochgradig intransparent, dem Kunden Vertrauen beim Kunden irgendwie Vertrauen zu schaffen. Zu synthetisieren, würde ich sagen. Wir möchten lieber diese intransparente Situation aufbrechen. Bei uns gibt es keine Intransparenz. Bei uns ist alles komplett transparent. Wie, was, wo. Kann sich jeder anschauen. Seid ihr herzlich eingeladen. Das ist alles sozusagen offen. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Vorgaben beim GOTS-Zertifikat, was das Färben angeht. Also da sind bestimmte Chemikalien sind dort verboten. Und zumindest in Deutschland ist die Kontrolldichte so, dass man auch darauf vertrauen kann. Die Tuchfabrik Mähler, die färben für uns unser Strickmaterial und sie sind GOTS-zertifiziert. Das heißt, die Chemie, die eingesetzt wird, um die Materialien zu färben, entspricht den Hautverträglichkeits-, aber auch den Umweltstandards des GOTS-Zertifikates. Wir haben am Ende in unserer Kollektion vier Farben. Einmal Ecru, das ist das, was ich trage. Da ist nichts drin. Das ist also ungebleicht, unkarbonisiert, ungefärbt, no nothing. Okay? Wool and Lanolin and that's it. Dann haben wir einen Salbeiton. Wir haben einen schwarzen Ton, fast schwarzen Ton. Und wir haben eine graue Melange geplant. Es gibt in der Natur keine Reinheit. Es gibt in der Natur keine Reinheit bezüglich zum Beispiel der Farbe. Es gibt keine Oberfläche in belebten Organismen, die 100% rein grün zum Beispiel ist. Ein Blatt hat immer eine Schattierung, ist immer sozusagen durchsetzt mit anderen Farben. Es gibt keine reinen Populationen, kein reines Blut oder keine reine Rasse. So etwas gibt es in der Natur nicht. Die Idee des belebten Organismus ist Diversität, um ein stabiles System zu produzieren. Darum ist jedes Material, das wir aus der Natur nehmen und in unsere Prozesse hineinbringen und uns nutzbar machen, das ist nie 100% rein. Unsere Wolle enthält natürlich Materialien, in ganz geringer Anzahl, aber sie enthält ein paar Materialien, der Dinge, mit der das Schaf in seinem Leben nun einmal irgendwie in Berührung kommt. In der Wolle ist ein bisschen Stroh, manchmal ist vielleicht eine kleine Distel noch drin oder ein Stöckchen. Je nachdem, was das Schaf erlebt hat. Diese Materialien, die können dann nachträglich könnten nachträglich entfernt werden, aber nicht rein mechanisch. Wir machen auf mechanischem Wege so viel wie möglich, aber eine hundertprozentige Reinheit bekomme ich nur durch einen chemischen, hochindustriellen Prozess und der nennt sich Karbonisierung. Dabei müsste man die Wolle durch ein Schwefelsäurebad laufen lassen, bei dem also die Vegetabilien, sprich alles, was Kohlenstoff ist, aufgelöst, weggeätzt würde und die Keratinfaser stehen bliebe. Danach lässt man das durch ein Basenbad laufen, um das Schwefelsäurebad zu neutralisieren. Dann hat man keine Rückstände von irgendwelchen Zellulosefasern in dem Material. Diese Prozesse lehnen wir aber ab, weil sie ökologisch nicht vertretbar sind und weil sie auch von sozusagen ökologischer Kosten und der tatsächliche Nutzen fürs Produkt, das steht in keinem Verhältnis für uns. Darum machen wir das nicht. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir in unserem Endmaterial haben wir auch kleine Stellen,
mit sozusagen mit Vegetabilien, die halt schon in der Wolle drin waren. Aber die sind so klein, dass man sie in der großen Fläche eigentlich kaum sieht, es sei denn sozusagen, ich zeige genau dahin. Und sie sind außerdem so klein gebrochen durch den Spinnenvorgang, durch den Kämmvorgang und so weiter, dass sie so fein und klein sind, dass man sie auch nicht auf der Haut mehr spürt. Also da gibt es auch kein Problem. Es macht sozusagen eher, ist mein Gefühl, die Wolle, das Material, fürs Auge gefälliger, weil es eben nicht 100% rein ist. Unser Auge ist ja eben sozusagen daran gewöhnt, die belebte Natur zu betrachten, die eben diese Reinheit nicht kennt. Und darum ist auch ein solches Material, wie wir es anbieten, fürs Auge gefälliger. Darf man das so sagen? Ja, wäre das super. Okay. Also wenn das wirklich mal so sein sollte, dass es da irgendetwas gibt, wo es irgendwie wo es tatsächlich doch unangenehm ist oder so, dann könnt ihr das Material ganz einfach mit einer Pinzette entfernen. Das ist lose da drin. Guck mal, die Wollfasern halten aneinander, weil sie eine Schuppenstruktur auf der Oberfläche haben. Das hat Zellulose nicht. Also das ist lose in dem Material drin, diese Einschlüsse, die könnt ihr einfach mit der Pinzette entfernen. Ey, ein Zettelmeier! Geil! Das sind nochmal größer als meine, der hebt bestimmt 5 Tonnen. Ah, Radlader. Also ich glaube, ich könnte nochmal ohne Trecker leben, aber nie wieder ohne Radlader. Sag ich dir so, wie das ist. So, geht los.